Was ist KI und welchen Nutzen hat sie? KI steht für künstliche Intelligenz. Doch was verbirgt sich eigentlich dahinter? Eine genaue Definition zu finden ist schwer. Doch im Grunde versucht man die Intelligenz des Menschen, zum Beispiel Sprechen, logisches Denken oder Problemlösungsfähigkeiten, auf einen Computer zu übertragen. Dabei unterscheidet man zwischen starker und schwacher KI. Die starke KI ist aktuell noch Zukunftsmusik. Sie kann logisch denken, in natürlicher Sprache kommunizieren, Probleme flexibel erkennen und lösen und sogar eigenständig von ihrer Umwelt lernen. Also eben genauso wie der Mensch oder sogar besser. Ob es eine solch starke KI jedoch jemals geben wird, ist umstritten. Schwache KI hingegen ist bereits weit verbreitet. Man kann sie sich als hochspezialisiertes Werkzeug vorstellen, das zur Lösung eines bestimmten Problems entwickelt wurde. Mit Hilfe von Statistik, Mathematik und Informatik ist die schwache KI perfekt auf ein Problem zugeschnitten. Ändert sich jedoch das Problem, ist sie normalerweise nicht fähig, auf die geänderte Situation zu reagieren und liefert entweder keine oder falsche Ergebnisse. Die schwache KI wird unter anderem dort eingesetzt, wo die Aufgaben für den Menschen sehr eintönig oder zu zeitintensiv wären. Beispielsweise können in der Qualitätskontrolle mit Hilfe von Anomalieerkennung fehlerhafte Teile blitzschnell erkannt und aussortiert werden, viel schneller als der Mensch es könnte. Mit Methoden des maschinellen Lernens werden Vorhersagen über die Verkehrsentwicklung in die Routenplanung einbezogen. So können Staus umfahren werden, die erst noch entstehen. Und im Service von Streaming-Diensten kann die schwache KI die Vorlieben der Zuschauenden erkennen und entsprechende Filme und Serien empfehlen. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere Einsatzgebiete von künstlicher Intelligenz. Wie auch Sie die KI für sich nutzen können, erfahren Sie von den regionalen KI-Labs, dem KI-Transfer-BW-Team und unter www.wirtschaft-digital-bw.de/KI-Labs.